Zur Fließgeschwindigkeit gibt es einfachere Methoden, um die Fließgeschwindigkeit zu messen, beziehungsweise die Durchflussmessung. Man nennt dies Auslittern. Im Prinzip ist es nur eine sehr simple Methode, indem man bei dem Auslass oder bei einem Wert zum Beispiel ein Gefäß drunter stellt mit einem bekannten Volumen und hier die Zeit stoppt, wie lange es braucht, um dieses Volumen zu erreichen. Somit kann man zum Beispiel diese Durchflussmessung einfach bestimmen. Die Fließgeschwindigkeiten eines Baches zum Beispiel kann man mit dem sogenannten Jensstab messen, wobei es hier im Prinzip um eine Ablenkung eines Stabes durch die Geschwindigkeit geht und somit kann man auch verschiedene kleine Abschnitte eines Fließgewässers im Querschnitt ausmessen. Die Abflussarten unterscheidet man dann wieder nach strömend bzw. schießend. Das heißt, wenn eine Welle als schießend bezeichnet wird, dann ist es einfach kurz vor einer Engstelle, wo sich das Wasser verdichtet sozusagen. Wenn sich das Gerinne dann wieder ausbreitet, kommt es zu einer strömenden Welle. Vorhin kommt es eben auch zu dieser Verwirbelung bzw. von diesen sogenannten Eddywirbeln. Hier sehen Sie diese sogenannten Oberflächenwellen der verschiedenen Abflüssen bei strömenden bzw. schießenden, wobei hier auch die Übergänge wichtig sind und man kann hier diese Abflüsse mit einer Zahl benennen, mit der sogenannten Frode-Zahl. Und das ist im Prinzip das Verhältnis der Fließgeschwindigkeit des Wassers zur Wellenschnelligkeit. Im Prinzip die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wasserwellen. Wenn jetzt dieses Verhältnis kleiner ist als 1, spricht man von einem strömenden Abfluss. Wenn das Verhältnis größer ist als 1, ist es ein schießender Abfluss. Bei einem schießenden Abfluss spricht man auch davon, dass sich die Wellen nicht gegen die Fließgeschwindigkeit ausbreiten können. Wobei ein strömender Abfluss sich sehr wohl entgegen der Strömung ausbreiten kann. Die Fließgeschwindigkeit ist natürlich wesentlich für viele Organismen, welche sich in Fließgewässern aufhalten. Und um sich da anzupassen, bedarf es mehrere Prozesse oder Konzepte. Manche Organismen machen sich sehr flach, manche haben Haftscheiben, um nicht weggeschwänzt zu werden, wobei sie sich mit diesen Haftscheiben sehr gut an Felsen, Steinen oder sonstigem Geröll festhalten können. Und es gibt ja auch diese sogenannte Grenzschicht zwischen diesem Körper des Organismus und der Welle, welche drüber fließt, und hier spricht man von der sogenannten Prandtlschen Grenzschicht. Und diese Prandtlsche Grenzschicht bezeichnet jetzt diesen strömungsarmen Bereich, in der die Tiere kaum einen Strömungswiderstand finden. Es gibt dann eben auch in den Fließgewässern, wo wir gesagt haben, es gibt Hindernisse, wie zum Beispiel Felsen, Steine, sogenannte Totwasserzonen oder diese Wirbel- oder Kehrwasserzonen, was zum Beispiel jeder Kajakfahrer kennt, wo man sich in diesem Wirbel etwas ausruhen kann, weil es hier kaum Strömung gibt. Und hier bedarf es eben ganz spezieller Anpassungen dieser Benthos-Bewohner, also dieser Bewohner, die im Flussbett sich aufhalten. Man spricht hier von dem sogenannten Makrozoobenthos. Hier sehen Sie eben besonders günstige Körperformen, also günstig bezüglich der Strömung. Wenn jetzt zum Beispiel diese Organismen flach sind, sich anheften können an das Gestein, kann das Wasser oben drüber fließen. Sie haben in dieser Grenzschicht mit dem Wasser kaum eine Strömung und sind somit relativ geschützt. Hier als Beispiel die Larve einer Eintagsfliege, welche sich sehr häufig in diesen Fließgewässern aufhalten. Hier sehen Sie andere Beispiele. Auch Steinfliegenlarven haben diesen Mechanismus eines abgeplatteten Körpers. Sie können sich ebenfalls gut festhalten. Köcherfliegenlarven haften sich oft an, am Untergrund, dass sie nicht weggeschwänzt werden.
Trobelarien, also sprich Strudelwürmer, haben ohnehin diese sehr, sehr flache Oberfläche, dass das Wasser oben drüber fließen kann. Wenn man sich jetzt einen Ausschnitt herausnimmt aus einem Fließgewässer und sich die verschiedenen Strömungsbereiche ansieht, dann sieht man sehr viele verschiedene Nischen, wo sich ganz verschiedene Organismen ansiedeln können. Wenn Sie sich hier diese Zone A ansehen, wir haben hier über diese Prandtlsche Grenzschicht einen relativ strömungsarmen Bereich. Es ist nur wenige Millimeter stark, nimmt natürlich auch ab. Und hier sieht man zum Beispiel diese Larven von den Eintagsfliegen bzw. auch von Simulium. In der Zone B, also im Abfall oder im Schatten dieses Felsens, wo man auch von einem Strömungsschattenraum spricht, hat man zum Teil natürlich auch Sedimentation von Feinsubstraten. Es gibt auch abgestorbene Vegetation, welche hier absedimentiert Nahrung bildet und ebenso relativ strömungsarm ist. Hier sieht man zum Beispiel den Gammarus recht häufig, beziehungsweise auch kleinere Bodenfische wie die Mühlkoppe oder auch die sogenannte Hydropsyche. Wenn wir weitergehen, etwas in den Freiwasserraum, die Zone C, hier haben wir natürlich eine sehr starke Strömung, wobei wir hier hauptsächlich Fische haben, wie die Bachforellen zum Beispiel, beziehungsweise als sehr geschützten Raum kann man hier die Zone D sehen. Das ist ein Steinlückenraum, wo kaum Strömung vorhanden ist, wo man hier auch Schutz findet, zum Teil vor Räubern oder auch vor Hochwässern zum Beispiel, wo man wieder spezielle Larven finden kann. Wo das Wasser direkt an den Felsen prallt, ist die Zone E, das ist ein sogenannter Erosionsraum. Hier haben wir natürlich eine extrem starke Strömung und hier findet man maximal diese Bodenfische, wie als Beispiel die Mühlkoppen. Die finden hier zum Teil ihren Unterstand.